Im Februar 1938 fuhr unsere Schulklasse, die 4B, unter Leitung des Turnlehrers Franz Stephan zu einer Skiwoche in die Tauern. Ich war damals ziemlich gut auf den Skiern und gewann die Bronzemedaille bei den Skiläufern der Unterstufe. Auf vielen Bauernhäusern wehten damals schon Hakenkreuzfahnen. Die künftigen Ereignisse warfen ihre Schatten voraus. Am Freitag, dem 11. März, erreichte der Machtkampf in Wien seinen Höhepunkt. Schon auf dem Weg zum Vasa-Gymnasium standen fast an jeder Ecke gestiefelte Nazi-Funktionäre mit dem schon erlaubten Hakenkreuz und Anhänger der Sozialisten mit den wiedergestatteten Abzeichen mit den drei Pfeilen einander gegenüber. Beim Studentenheim Porzellangasse, Ecke Grünentorgasse, kam es bereits zu Schlägereien. Beide Seiten betrieben heftige Propaganda für und gegen den Anschluss. Am 5. Mai wurde das Lager an das Rote Kreuz übergeben und dann kamen die russischen Truppen. Die Befreiung war eine Wiedergeburt, ein geschenktes Leben. Von etwa 15.000 Kindern hatten zwischen 100 und 150 überlebt. Eigentlich müsste ich ja schon seit 64 Jahren tot sein. Mit einem Sonderzug wurden wir relativ bald nach Wien gebracht. Wir sind zurückgekommen in die Roten Kreuzgasse. Da gab es einige, die gesagt haben: Der Gelbart. Die Gelbarts sind wieder da. Na, wieso, sag's einmal, ich hab gehört, dass ihr alle vergast worden seid. Na, sag's einmal, wieso habt ihr überlebt? Und mein armer Vater, der gezeichnet war von der Haft, denn er ist ja sehr kurz nachher gestorben durch die Folgen der Haft mit 44, hat dann mühsam erklären müssen, wieso wir eigentlich durch einen Zufall überlebt haben. Und dann haben sie gesagt: Aha, deshalb. Im Juli oder August 1945 wollte ich gemeinsam mit vier jungen ehemaligen KZ-Häftlingen ins Kino am Dornerplatz. Aber es war ausverkauft. Einer dieser Freunde, der Maxi Schwamm, er war später Unfallchirurg in Tel Aviv, ging hin und hat gesagt: Wir kennen keine Kinos, wir sind Juden, können Sie uns nicht eine Karte verkaufen? Das sprach sich durch und plötzlich war um uns ein Kreis. Wien, Juli oder August 45. Ihr Saujuden, ihr hättet alle vergast werden müssen. Der Anführer unter uns sagte: Weg, wenn wir nicht so schnell verschwunden wären. Und da bin ich nachdenklich geworden und habe mir gedacht, da gibt es noch ganz schön viele von den Leuten, die uns gehasst oder verfolgt haben. Überleben ist ein Privileg, das verpflichtet. Ich habe mich immer wieder gefragt, was ich für die tun kann, die nicht überlebt haben. Die Antwort, die ich für mich gefunden habe, lautet: Ich will ihr Sprachrohr sein, ich will die Erinnerung an sie wachhalten, damit die Toten in dieser Erinnerung weiterleben können. Aber wir, die Überlebenden, sind nicht nur den Toten verpflichtet, sondern auch den kommenden Generationen. Wir müssen unsere Erfahrungen an sie weitergeben, damit sie daraus lernen können. Information ist Abwehr. Überlebende müssen wie Seismographen sein.
Sie müssen die Gefahr früher als andere wittern, in ihren Konturen erkennen und aufzeigen. Sie haben nicht das Recht, sich ein zweites Mal zu irren und für harmlos zu halten, was in einer Katastrophe münden kann. Aus der Autobiografie von Simon Wiesenthal: Recht, nicht Rache, Brief an junge Menschen.